Gruppe zeigt, was passiert, wenn man die Daten, wenn man freie Daten auch wirklich hat und die sie nicht irgendwie erst selbst beschaffen muss, sondern wenn es wirklich Bibliotheken von freien Daten gibt. Und die haben zwei sehr große Datenpools im Endeffekt mal benutzt, die viele von Ihnen vielleicht schon mal zum Teil wissentlich und zum Teil unwissentlich benutzt haben, um damit so mal das auf ganz alltägliche Probleme runterzubrechen, die man mal haben könnte, zum Beispiel, wenn man die Eltern morgens überraschen möchte, sonst irgendwas in der Richtung. Ob das immer noch der Anwendungsfall ist und was genau dahinter steckt und wie man Karten und die Datenbank der freien Welt, die Datenbank der freien Enzyklopädie Wikipedia verbinden kann. Guck mal, das ist schon der. Achso, jetzt haben wir einen weggesteckt. Das ist Multitasking. Wenn man Adapter in Adapter steckt, dann funktioniert es nicht. Wenn man die kombinierten, wie man die kombinierten, was dabei rauskommen kann, das zeigt euch jetzt das Team von Smart. Das sind Benny, Daniel, Lars und Marvin. Wir haben dieses Wochenende an dem Projekt Smart gearbeitet. Smart steht für Suche mit Attributen. Sie kennen es sicherlich, Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort und Sie haben beispielsweise jetzt Pech und alle Geschäfte sind geschlossen. Sie haben aber jetzt Hunger, weil Sie schon eine lange Bahnfahrt hinter sich hatten. Unsere Web-App würde Ihnen dabei anzeigen, wo in der nächsten Nähe das wäre, was Sie sich wünschen würden. Das funktioniert nicht nur mit Produkten wie Essen, dies funktioniert auch mit Wetter. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt gerne mal wieder Snowboard fahren wollen würde, dann kann ich mir auch anzeigen lassen, wo hier in der Umgebung oder als nächstes Schnee liegen würde. Eben genau, also jetzt diese konkreteren Probleme sozusagen. Wir haben immer recht viele einzelne Suchen, um irgendwie, keine Ahnung, Bäckereien zu suchen und dann schauen, haben die offen, haben die nicht offen. Mit unserer App, Web-App, haben wir eben diese Daten alle zusammengefügt und haben auch dann eben auch, um auch zu schauen, ob diese Ziele oder diese Produkte jeweils verfügbar sind. Eben manchmal ist diese nämlich schwer zu finden. Daher haben wir jetzt unsere Lösung, wie es schon im Titel steht. Ja, wir suchen mit Attributen. Wir suchen nicht nach irgendwelchen Orten, wir suchen eben nach Attributen. Heißt, hat's da Brot? Liegt da Schnee? Scheint da die Sonne? Können wir Alpakas in diesem Zoo besuchen? Okay. Eben, und dadurch haben wir eben eine größere Zeitersparnis und haben alle Informationen schnell, übersichtlich, auf einen Klick. Kommen wir nun zu den Technologien. Wir haben einmal Wikidata verwendet, um diese ganzen Daten zum Beispiel, jetzt ob wir Brot sehen oder essen wollen, dass man dann daraus schließt, okay, Brot gibt's in einer Bäckerei und daraus können wir dann durch Wikidata rausfinden, wir sollen nach einer Bäckerei suchen und jetzt nicht irgendwie auf Google Maps oder so nach Brot. Und dann jetzt OpenStreetMap haben wir dann verwendet, um diese Daten schön anzuzeigen. Da haben wir dann schöne Punkte und können da direkt dann hin navigieren zu diesen Orten. Und im Backend haben wir Flask verwendet. Das heißt, es ist quasi eine Schnittstelle oder ein Server, über den wir dann diese ganzen Daten bekommen können. Und im Backend, also mit Flask über Python, überprüfen wir auch noch eben diese Wetterdaten, weil wir ja auch APIs brauchen, also auch Schnittstellen für die Wetterdaten und eben auch diese ganzen Daten mit Orten und Koordinaten und sowas. Jetzt kommen wir zur Live-Demo. Also diese wunderschöne Website, wie man sie hier sehen kann, bedient man an sich über den Menüpunkt Attribute. Also wenn man jetzt auf den Attribut-Button drückt, öffnet sich ein Menü und dort kann man dann aussuchen, welchen Platz man sich angezeigt haben lassen möchte. Zum Beispiel an einem Platz, wo es jetzt Regen gibt. Und wenn man nun auf Suchen klickt, stellt das Frontend, fragt das Backend, hey, gib mir mal die Daten, und die Daten werden dann auf der Map visualisiert. Wir können es auch noch kurz mal mit irgendwas anderem probieren, zum Beispiel mit, wir wollen jetzt ein Ladekabel oder wir wollen Bananen essen, zum Beispiel jetzt mal Ladekabel, und dann werden hier zum Beispiel in Ulm jetzt, gleich, man muss ein bisschen warten, die nächsten Technikläden angezeigt.
ja, es sind viele Anfragen, es braucht manchmal etwas, aber gut. Die Theorie funktioniert. Kommen wir weiter zur Präsentation. Hier sieht man auch zum Beispiel Regen in Deutschland sehr aktiv. Und dann hier eben noch unsere Links. Wir sind auf GitHub. Wir haben auch das Projekt auf Hackdash und in der Alpaka oder Jugend Hackt App auf alpaka.ml in Alpacrash. Dankeschön.